Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus dem Bereich Master Data Governance, Stammdatenmanagement mit Fokus auf der Materialstammpflege und dort insbesondere, wie man diese durch ja, Regeln allgemein, speziell auch Ableitungen standardisiert und dann auch entsprechend beschleunigt. Ich darf mich zuerst kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Martin Nussbaumer, bin Solution Architect bei IB Solution mit Fokus auf SAP Stammdaten und Datenqualitätsmanagementlösungen. Ja, schon ein paar Jahre damit dabei, dementsprechend auch ja, eine gewisse Evolution der Werkzeuge im Hause SAP auch mitgemacht. Ein paar Stichworte zu den technologischen Schwerpunkten. Das ist natürlich das SAP MDG, Master Data Governance, beziehungsweise das Master Data Management, aber auch Themen wie Datenqualitätsmanagement und dort die entsprechenden Werkzeuge Data Services, Information Steward oder auch das ganze Thema Stammdatenmigration, mit dem ich mich dort beschäftige. Schwerpunkt heute, wie schon erwähnt, ist das ja, Master Data Governance, das Werkzeug der SAP zur Stammdatenpflege. Ich denke, diejenigen, die auch schon ein Level 1 Webinar besucht haben, die haben das schon ausführlich kennengelernt. Dementsprechend werde ich da jetzt auch heute den Fokus speziell drauf legen auf ja, das ganze Thema Regeln im ja, im Stammdaten-Governance-Umfeld und dort eben entsprechend ja, oder speziell auf das ganze Thema Materialstammanlage, ja nicht ganz trivial, sind ja auch nicht nur eine Handvoll Felder, sondern ja, in der dreistelligen Anzahl Felder in der Regel, die dann an so einem Materialstamm mit dranhängen. Und hier werde ich Ihnen in den nächsten knapp 60 Minuten dann einen Eindruck geben, wie Sie hier die Pflege dann erheblich beschleunigen durch eine Standardisierung, durch Vorbelegungen, auch gleichzeitig dann die Datenqualität steigern. Werde Ihnen ja, ein paar kleine Beispiele bei uns auf dem Demosystem zeigen. Sind klar ein paar Ausschnitte. In der Praxis werde ich Ihnen auch nochmal einen Einblick geben, wie das dort dann auch genutzt wird, wo das dann gerade in Projekten, wo das sehr umfangreich dann verwendet wird. Wir werden auch sehen, gerade in der Systemdemo, wie sich solche Ableitungsregeln in Anführungszeichen anfühlen, also sprich in das Framework zur Pflege des BAF Plus reingehen, um dort mal beispielhaft Regeln zu pflegen und eben auch, ja, um dann letztendlich im Prozessfluss, auch abhängig vom Prozessfluss, diese Regeln aufzurufen, ohne dass man programmieren muss. Okay, ja, und für wen ist dieses Webinar? Klar, einerseits für die IT, die ja, immer wieder Anforderungen bekommt vom Fachbereich und vielleicht nicht jedes Mal gleich programmieren will, sondern auch Interesse hat, dass als das im Standard auch abzubilden und aber auch den Fachbereich, der Eindruck bekommen soll, wie er dann eben Ableitungen auch unabhängig pflegen kann, eben ohne Programmieren und Verwalten kann, weil es eine Lösung ist, die gerade auch für den, ja, für Key-User im Fachbereich gedacht ist, damit die dort ihre Regeln relativ autark auch pflegen können. Agenda sieht dann auch so aus. Ich werde zu Beginn kurz auf das Szenario an ja, eingehen, wie ich es ja, häufig in Projekten auch kennengelernt habe, um dann speziell das Thema Regelwerke insgesamt in den MDG-Prozessen zu betrachten, im Speziellen eben auch mit dem Fokus auf Ableitungs- und Validierungsregeln.
Dann werde ich kurz auf das BAF Plus Framework auch eingehen, wofür, was in MDG dann dafür auch genutzt wird und letztendlich auch eine kurze Demo, klar, stark vereinfacht, mit ein paar Beispielen auch vorführen und in dem Kontext eben auch auf Projektbeispiele eingehen. Und zum Schluss, wenn Sie noch Fragen haben, einfach dann ja, können Sie die auch wieder stellen über den Chat zum Schluss oder auch zwischendurch. Wir werden die dann sammeln und zum Schluss beantworten. Okay, ja, wie sieht dann so eine Materialstammanlage ja, in Anführungszeichen klassisch aus? Ja, wenn man jetzt typischer SAP-Anwender zunächst mal ist, vielleicht noch kein MDG installiert hat, sondern ja, wie ja, über die Standardtransaktionen, Stichwort MM01, MM02, die Pflege entsprechend vornimmt. Wie entsteht da häufig ein Material? Häufig findet man ein Szenario vor, wo man ja, ein Anforderungsformular, wo es bestimmte Anforderungsformulare sind. Es kann ein Excel-Formular sein, manchmal auch Adobe Forms, PDF. E-Mail spielt dann noch eine Rolle, weil so ein Anforderungsformular ja, füllt vielleicht nicht einer allein aus. Ja, Telefon müssen wir noch korrekterweise dazu hinmalen. Der muss vielleicht auch fragen, ja, was in anderen Abteilungen nachfragen, was denn da auch die relevanten Informationen sind. Und ganz zum Schluss, wenn er die da gesammelt hat, schickt er das Ganze oftmals an ein Stammdatenteam, manchmal in Sales, manchmal auch eine eigene Abteilung, und die geben das dann auch in der MM01 in SAP ein. Was da manchmal auffällt, ist, dass, wenn man ja gerade mal schaut, was hat man dann in dem Anforderungsformular drin an Informationen und dann auch in SAP und dann in die MM01 guckt, dass das zum Teil schon stark voneinander abweicht, je nachdem, wie stark man das verwendet. Ja, kann man vielleicht sagen, ja, sind vielleicht 50 Felder drin in dem Excel oder in dem Anforderungsformular, dass es noch ja, einigermaßen übersichtlich bleibt für denjenigen, der das anfordert. Wer den SAP-Materialstamm kennt, weiß, ja, dass ja, dass der auch deutlich umfangreicher ist. Ja, man nutzt, in Summe hat er, glaube ich, über 1000, ja, aber man nutzt nie alle, aber sagen wir, 200 oder mehr Felder sind auch durchaus keine Seltenheit, dass die dann je nach Materialart genutzt werden. Ja, wie kommt diese Abweichung zustande? Ja, ist dann oftmals so, dass aus diesen 50 Feldern das Stammdatenteam, was ein sehr tiefgehendes Know-how letztendlich hat, wie die Datenpflege zu erfolgen hat, dann weiß, aha, ja, okay, das ist ein FERDAG-Artikel und dem Wert 1000, und dann muss ich das Attribut XY, ja, dann mit dem Wert Z dann entsprechend befüllen. Weiß vielleicht aufgrund der anderen Angaben schon, ja, okay, das ist eine Eigenfertigung, das ist eine Fremdbeschaffung, und füllt dann aufgrund solcher, ja, sind ja schon Regeln, dann entsprechend diesen Materialstamm. Diese Regeln, ja, oftmals ja, hat eben das Stammdatenteam dann sehr tiefgehendes Know-how, gibt häufig auch ja, Stammdatenhandbücher, ganze Handbücher, wie das dann auch zu pflegen ist, manche Sachen sind auch auch nur in Köpfen drin. Und genau darum dreht sich jetzt das auch in diesem Webinar, wie man solche Regeln dann auch so strukturieren kann, um sie im System zu hinterlegen, dass sie eben zum einen ja, automatisiert ausgeführt werden, Vorbelegungen da auch ausgeführt werden, um dann dem Anwender das Leben zu erleichtern, zum anderen aber auch Fehler zu vermeiden. Ja, wenn
dass da auch, wenn da ein Verantwortlicher im Stammdatenteam vielleicht mal ein paar Wochen im Urlaub ist, dass da diese Regeln so hinterlegt sind, dass da ja, das auch nicht an einzelnen Personen letztendlich hängt. Und das Ganze im Kontext, wie Sie es, denke ich, schon im vorherigen Webinaren kennengelernt haben, im Workflow, dass eben hier genau auch dieses Datensammelprozess, ja, dass ein Anforderer dann beim Einkauf anrufen muss, beim Disponenten anrufen muss und, ja, und Informationen nachfragen muss, dass der auch im System hinterlegt ist, um dann, ja, um dann auch diesen Datensammelprozess, nenne ich es jetzt mal, ja, über einen Workflow zu steuern. Also sprich, dass jeder direkt seine Felder, die er, ja, die er zur Verfügung hat, oder die er, am sinnvollsten, wo er das, wo die er am sinnvollsten ausfüllen kann, dann auch bearbeitet. Soweit sie eben nicht abgeleitet werden. Ja, wie sieht denn oft dann, wenn man das im MDG abbildet, so ein Prozess aus? Ist ja sehr stark natürlich industrieabhängig, aber oftmals, ja, es startet üblicherweise mit einer Anforderung, wenn man ein neues Material braucht. Geht manchmal auch schon vorab in ein Approval, manchmal aber auch erst zum Schluss. Und es werden bestimmte globale Daten gepflegt. Gefahrgutdaten ist da mal ein Stichwort, die ja relativ wichtig sind. Ja, aber auch sonstige globale Daten, Mengeneinheiten sind oftmals der Fall. Also alles, was jetzt werksübergreifend auch relevant ist für das Funktionieren der Prozesse. Und dann geht es, ja, in bestimmte Teilworkflows, wo dann Werksdaten, Vertriebsdaten, Einkauf entweder parallel oder sequenziell gepflegt werden. Ein wichtiger Punkt vorab, um eben hier gerade dem Disponenten oder dem Vertrieb oder dem Einkauf eben nicht, ja, um den nicht zu überfrachten mit Informationen, manchmal auch mit SAP-Begrifflichkeiten, die ihr vielleicht gar nicht im Detail kennt, ist eben hier der ganze Bereich Ableitungen, wo man eben aus diesen globalen Daten, aus den Informationen, die man schon hat, andere Attribute sich automatisiert ermittelt aufgrund von Regelwerken, die dann im System hinterlegt sind. Ja, werden wir nachher in Beispielen sehen. Und last not least, der Vollständigkeit halber, kann das natürlich auch wenn der Stammsatz aus dem MDG-System, aus dem zentralen Hub-System in die ERP-Systeme mit rein verteilt ist, werden manchmal auch lokale Workflows angestoßen oder zumindest die Bearbeiter informiert, dass dann auch ja, Dinge, die jetzt vielleicht nicht direkt Materialstamm sind, aber sehr eng damit zusammenhängen, dann auch ebenfalls gepflegt werden. Also Stichwort Inforecords und so weiter. Okay. Ja, wie sieht denn hier, gerade wenn man über Ableitungen redet, wie kann denn sowas aussehen als Beispiel? Vereinfachter Prozess könnte sein, ich ja, habe meine Stammdatenanforderungen, das heißt, ich gebe meine Grunddaten ein, typischerweise ja, Materialart ist immer dabei. Mengeneinheiten vielleicht sind es auch mehrere Schritte, wenn dann ja, das nicht alles einer pflegt, sondern mehrere. So in dem Beispiel lassen wir jetzt mal, gehen wir jetzt mal davon aus, das wird alles in der Anforderung schon eingegeben. Und dann greifen zwei Arten von Regeln. Das eine ist aufgrund der Daten, ja, wer muss denn überhaupt bearbeiten?
Ist das, geht es jetzt zum Disponenten? Braucht ich da einen Einkauf? Ist das, muss da jemand die Gefahrgutdaten nochmal prüfen, etc.? Das ist die eine Art von Regeln, von ja, Workflow-Regeln. Und in dem Kontext auch bestimmte Ableitungen, da ich beispielsweise aufgrund der Materialart, Materialgruppe und so weiter viele Informationen schon ja, implizit mit ermitteln kann. Das heißt, der zweite Bearbeiter, der bekommt dann auch schon deutlich mehr Informationen. Ja, der gibt vielleicht 20, 30 Felder an, werden nochmal 20 abgeleitet. Das heißt, der kriegt dann schon 60. Ja, der MRP gibt dann im zweiten Schritt auch nochmal ja, 10, 20 Felder ein. Ja, nehmen wir hier mal beispielhaft, er entscheidet vielleicht, ist es Eigenfertigung oder Fremdbeschaffung. Und ja, davon hängt, da hängen dann wiederum Nachfolgeschritte ab. Also beispielsweise ja, bei einer Fremdbeschaffung muss natürlich dann der Einkauf mit eingeschaltet werden. Das heißt, man hat einen zusätzlichen Workflow-Schritt, den man bei einer Eigenfertigung so nicht hätte, aber auch die ganze Bewertung, alles was Material Evaluation sind, was eigentlich der MRP, der Disponent gar nicht pflegt, sondern es pflegt der Finance letztendlich, aber hängt ja oft mal, hängt ja letztendlich auch von ja, von der Entscheidung ab, ist es Eigenfertigung oder Fremdbeschaffung und kann dementsprechend auch vorbelegt werden. Ja. Das heißt, hier spielen zwei Arten von Regelwerken dann entsprechend eine sehr große Rolle. Das eine haben wir jetzt hier mal überschrieben mit dem Stichwort Workflow Control, also alles, was Regeln sind, wer bekommt welchen. Welche Workflow-Schritte, wer ist der Bearbeiter? Und das zweite ist die Derivation Control, also alles, was automatisierte Vorbelegung oder Ableitung von Feldern ist. Und dritter Aspekt, werden wir später in der Demo auch noch kennenlernen, in dem Beispiel ist auch das Thema UI-Control, User-Interface-Control, dass man eben gerade in so einem Workflow auch gezielt nur die Informationen oder nur die Felder dem Anwender gibt, die er überhaupt sinnvoll ausfüllen kann und die ihn interessieren, um ihn da nicht mit unnötigen Informationen zu überfrachten, ja, sondern dass man da wesentlich zielgenauer ja, die Benutzeroberflächen bereitstellt und auch das lässt sich wiederum über Regelwerke dann auch pflegen. Letztendlich hängen alle drei zusammen. Ja, ich muss im Workflow dann ja greife auf die Felder zu, die vorher eingegeben worden sind. Muss natürlich dann im Workflow-Schritt die richtigen Felder auch zur Verfügung stellen über die UI-Control und letztendlich in der Derivation-Control dann auch ja, dann die Folgeaktivitäten dann oder die Folgeableitungen auf Basis der Eingaben dann entsprechend steuern. Gehen wir mal ein bisschen genauer in die Validierungen und Ableitungen rein. Welche Möglichkeiten es da generell im MDG gibt. Vollständigkeit halber, ja, das haben Sie in den vorherigen Webinaren kennengelernt, gibt es natürlich Ableitungen basierend auf dem Datenmodell, dass zum Beispiel Wertelisten hinterlegt sind, gegen die dann automatisiert vom System validiert wird oder auch das Customizing der Materialarten greift. Fokus heute sind die Regeln über BAF Plus, ja, um dort
Ableitungen dann auch zu erstellen. Wenn man für Spezialfälle dort nicht weiterkommt, gibt es auch die Möglichkeit, noch ABAP-Coding aufzurufen oder zu entwickeln über entsprechende Bodies. Und ja, last not least, ein sogenanntes Enrichment Framework hat es beim Materialstamm allerdings nicht die Relevanz, sondern ist vor allem für externe Services, die man ja, meistens im Bereich Kunde, Lieferant dann auch aufruft. Materialstamm, ja, gibt es auch ein paar Beispiele, aber im überwiegenden Teil wird es dann im Bereich Kunden, Lieferantenstamm genutzt. Ja. Und wenn man jetzt in den Bereich BAF mit reinschaut, dann dann bekommt man, das werden wir nachher auch in der Demo sehen, oder liefert das MDG letztendlich ein Framework mit, um eben solche Leitungsvalidierungsregeln zu erstellen, unter anderem auch über Entscheidungstabellen, Ableitungstabellen, die eben auch der Fachbereich pflegen kann. Das Schöne dabei ist, sieht es hier relativ kompliziert aus. Auch gerade in der Baumstruktur steckt auch durchaus was dahinter. Das Schöne dabei ist allerdings, ja, wenn man hier die ganzen Strukturen und so weiter, muss man nicht selbst erstellen, sondern wenn ich Felder im MDG-Datenmodell mit hinzufüge, also auch Z-Felder mit reinhänge, dann das Datenmodell aktiviere, dann generiert mir das MDG die Strukturen automatisiert. Das heißt, ich muss hier nur die eigentlichen Ableitungsfunktionen auswählen und hat aber automatisch alle Felder aus dem Datenmodell zur Verfügung. Werden wir nachher auch in der Live-Demo dann noch sehen. Ergänzend dazu ist dann auch ja, wird in Projekten teilweise auch noch etwas das Ganze weiter verfeinert, auch in diesem Fall mit eigenen BAF-Tabellen. Auch diese Möglichkeit besteht. Man ist nicht an die generierten Tabellen oder generierten Strukturen limitiert, sondern kann sich hier natürlich eigene Funktionen, eigene BAF-Tabellen mit dem Framework auch erstellen. Das ist ein Export in Excel davon. Und so einem Beispiel, um dort ja, das auch nochmal genauer auseinanderzusteuern. Beispielsweise, wann in welchen Stellen überhaupt welche Ableitungen gestartet werden, in welchen Reihenfolgen soll die auch gestartet werden, weil die ja durchaus auch Abhängigkeiten zueinander hat, dass ja, eine Ableitung A überhaupt erst ein Feld ermittelt, was dann nachher in der nächsten Ableitung wieder ein Eingabefeld oder ja, dann auch entsprechend ist. Oder bestimmte Ableitungen auch nur für bestimmte Werke, Materialarten etc. relevant sind oder nur bestimmte Workflow-Schritte. Okay. Und das Gleiche, auch das werde am System nachher kurz zeigen, auch für die Workflow-Schritte. Auch diese steuert man letztendlich über das BAF-Framework, wo man, hier ist ein Beispiel, auch steuert, wann ist der Schritt, ja, oder bei einem ZMM-CAT steht für Create, bei einer Stammdatenanlage von einem Materialstamm. Wann ist beispielsweise der MRP-Schritt relevant? Und ja, in diesem Fall für Fertigartikel ist er relevant, für Handelsware nicht. Und wer bearbeitet ihn? Also hier Agent Value steht in diesem Fall für die Benutzerrolle, wo die möglichen Bearbeiter in dem Workflow dann dahinter stecken.
Und das Gleiche auch mit Purchasing, Eigenfertigung geht nicht zum Einkauf, Fremdbeschaffung geht in den Purchasing-Schritt beispielsweise rein. Und im Zusammenspiel gerade mit den Werteableitungen auch wichtig ist die Steuerung der Eingabefelder. Ja, hierüber kann ich steuern, will ich dem Anwender ermöglichen, dass er einen Vorschlagswert, der abgeleitet wurde, auch nochmal anpasst, wenn er ja, in bestimmten Fällen da anderer Meinung ist oder wenn es da gewisse Ausnahmen gibt. Oder sind es Felder, die setze ich dann gleich auf Read-Only, sodass die dann abgeleitet werden und dann gar nicht mehr änderbar sind. Ja, wenn ich sage, das ist 100% der Fällen greift diese Regeln immer ohne irgendwelche Ausnahmen. So viel zur Einleitung. Würde dann im nächsten Schritt auch schauen, dass ich Ihnen Eindruck gebe, wie sich oder Ihnen auch zeige, wie das am System im MDG aussieht. Ich gehe dazu zunächst mal in ein, ja, in, melde mich an in dem NetFever Business Client und zwar als mit einem Test-User in diesem Fall für den Requester, den Stammdatenanforderer, der typischerweise einsteigt mit einer Suche von einem Material, bevor er ein neues anfordert, auch schaut, gibt es das eventuell schon. In diesem Fall habe ich das schon geprüft und dann neuen Materialstamm an. Und bekomme, ja, gebe letztendlich dann meine Informationen für die Stammdatenanforderungen in ja, meinem Anforderungsformular mit. Ja. Ich möchte einen Schraubenzieher anlegen. Warum? Ja, haben wir in unserem Demosystem nämlich zumindest die Produkthierarchien auch da. Das auch funktioniert. Gebe natürlich meine Materialart an. Das ist ein Fertigartikel. Und ja, wenn ich jetzt auf Enter drücke, greifen eben auch aufgrund der Eingabe, die ich hier vorgenommen habe, auch schon erste Ableitungsregeln, die eben im Hintergrund in dem System ja, hinterlegt sind. Werde nachher dann auch nochmal drauf eingehen, wie das dann auch aussieht und auch gepflegt wird in dem BAF-Framework. Prüfe das Ganze und dann greifen natürlich Regeln und er sagt mir korrekterweise, naja, in der Beschreibung musst du auch noch eingeben. Zumindest in Englisch lässt sich, das kommt, ist jetzt eine Prüfung, die auf aus dem Customizing der, ja, oder aus dem Backend kommt, aus dem Customizing der Materialart. Gebe ich noch an, der hat 100 Gramm. Und damit lasse es auch schon mal gut sein. Und prüfe das Ganze und ja, keine Fehler. Das heißt, ich habe jetzt hier für den Moment alle Pflichtfelder ausgefüllt, die ich als Requester ausfüllen muss. Und
kann die Stammdatenanforderung bereits absenden. So, was passiert jetzt? Ich hatte es vorhin mal auf einer Folie drauf, zumindest ein Screenshot. Im Hintergrund läuft jetzt der Workflow durch und ermittelt den nächsten Bearbeiter. Und hier. Der hier war's. Das heißt, der Schritt A1 wäre das nächste. Das heißt, er ermittelt sich, ja, ist der Schritt überhaupt relevant? Brauche ich überhaupt eine MAP-Pflege oder MAP-Datenpflege? Und wenn ja, wer? Und das läuft jetzt auch im Hintergrund ab. Dürfte jetzt auch schon erfolgt sein durch den Workflow. Das heißt, hier steht er noch auf Currently Processed. Und beim Auffrischen sehe ich schon, aha, okay, der ist jetzt auch tatsächlich schon in dem MRP-Schritt gelandet, aufgrund der Regel, die hinterlegt ist. Und sehe dann auch, ja, wer sind die möglichen Bearbeiter. Hat jetzt hier noch keiner, weil es eben zu einer Rolle geht und nicht zu einem einzelnen Benutzer. Das heißt, die sehen das dann in ihrer Inbox, diese drei Personen, unter anderem auch den Demo-User, den ich jetzt gleich dann verwenden werde, um dann im nächsten Schritt das Ganze zu pflegen. Ist dann eben tatsächlich so abhängig von der Materialart beispielsweise, die ich eingebe. Wenn ich jetzt hier eine Handelsware angegeben hätte, wäre das direkt zum Einkauf und eben nicht beim MRP-Controller vorbei. Diesem Beispiel. Okay, ja, ich habe jetzt hier, sehen Sie auch, darf jetzt hier auch nichts mehr ändern, weil ich habe jetzt hier mit dem Demo-User für Requester mich angemeldet. Der sieht es zwar jetzt noch, was er abgeschickt hat, aber er ist jetzt in diesem Workflow-Schritt nicht als Bearbeiter hinterlegt, sondern hier muss ich mich an der Stelle deshalb mal abmelden und mit dem anderen Demo-User neu anmelden. Und Entschuldigung, da gehe ich natürlich nicht in die Suche. Und hier finde ich das dann letztendlich auch in meiner Inbox, wenn ich mit dem richtigen User drin bin und rufe das Formular dann entsprechend auf. Ja, werden dann gleich sehen, der MRP-Bearbeiter hat jetzt auch ein anderes Formular, erstmal von der Reihenfolge ist anders zusammengestellt, die Bezeichnung weiter oben und er hat hier auch die Möglichkeit, dann auch ein Werksdaten dann zu pflegen. Und auch hier sehen wir wieder, ja, in diesen Werksdaten sind jetzt bestimmte Felder ebenfalls schon vorgelegt. Ja. Beispielsweise gibt es hier eine Regel, ja, im Werk 002 ist Default die In-House Production. Werden auch MRP-Types etc. dann schon hinterlegt, die er hier jetzt natürlich noch anpassen kann. Ja, und so geht es dann eben Stück für Stück weiter und das Gleiche macht der Sales, das Gleiche macht Purchasing etc., bis dann letztendlich auch die Materialstandpflege dann auch beendet ist und das Material dann auch vollständig gepflegt ist und auch aktiviert wird und aktiviert und freigegeben wird.
So. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Proof gehe, geht es dann in den nächsten Schritt und auch ab wieder abhängig von den Daten, die gepflegt werden, wird ermittelt, ja, geht es jetzt zum Einkauf oder nicht. Okay. Ja, soweit, so gut. Dann schauen wir im nächsten Schritt eben auch gleich mal etwas unter die Motorhaube. Bevor ich da reingehe, vielleicht eins, was ich vorhin nicht erwähnt habe, vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen. Wir haben auch hier so ein Feld Industriesektor. Das wurde ebenfalls automatisiert vorbelegt. Ja, wer den Materialstamm kennt, kennt das Feld, ist immer so das Lästige, was man immer ausfüllen muss, immer den gleichen Wert dann auch hinterlegt. Und ja, auch das ist hier in diesem Fall fest vorbelegt. Ja, schauen wir uns mal an, wie diese Regelwerke auch aussehen. Ich melde mich jetzt hier mit dem MRP-User daher ab und springe in das Framework rein für das Business Rules Framework, für die Validierungen und Ableitungsregeln zunächst mal, die entsprechend hier gepflegt sind. Das mache ich aus dem Customizing vom MDG, ja, das eben eine Standardanwendung ist, zunächst mal unser Standard-Framework. Und vorhin erwähnt, es wird aus dem Datenmodell generiert. Das heißt, hier gebe ich das Datenmodell MM für den Materialstamm dann auch schon mit an und habe dadurch eben sämtliche Felder, die in dem MDG-Modell sind, automatisch zur Verfügung für meine, ja, für meine Ableitungsregeln, beziehungsweise die Ableitungsregeln sind dann auch schon direkt an die an das Materialstammmodell gebunden. Und hier gibt es auch schon ein paar Regeln, die angelegt sind auf den verschiedenen Tabellen. Auf der Grunddatensicht eine Derivation, eine Ableitung für die Materialstammdaten für bringen wir in das Rule-Set für verschiedene Felder. Dort finden wir zum Beispiel ja, eine relativ einfache Regel, setze den Industry-Sektor, den ich eben erwähnt habe, setze den immer auf M. Wir finden auch hier die Entscheidungstabelle, die vorhin gegriffen hat. Das heißt, wenn ich Fertigmaterial eingebe, dann geht es auf, ja, wird die Base Unit automatisch auf Each gesetzt, bei Hava auf Stück beispielsweise. Und ja, habe auch eine weitere Regel noch vorbereitet, um eben zu zeigen, wie man sowas dann auch entsprechend ja, erweitert. Möchte jetzt nämlich die ja, den Batch-Management-Status, das war so das Häkchen, ja, was auch in den Grunddaten zu sehen war, also letztendlich ein Flag, auch abhängig setzen von der Materialart. Jetzt hier eine BAF-Tabelle schon mal initial erstellt, die passt noch nicht so ganz, ja, weil da ist die Materialart nicht drin. Dafür das Kennzeichen, ob es ein konfigurierbares Material ist, das brauche ich jetzt in diesem Fall nicht. So, nehmen wir jetzt mal hier raus. Und wie erwähnt, habe ich jetzt eben sämtliche, ja, im Kontext, sogenannte Kontextdatenobjekte, sämtliche Attribute, die irgendwo im MDG-Materialstamm mit drin hängen, ja, beziehungsweise in dem Kontext hinzugefügt worden, habe ich zur Verfügung und suche mir jetzt ja, die Materialart, entweder über Beschreibung oder über Text. Heißt in diesem Fall wer das ERP-Modell kennt, findet sich da gleich wieder, weil die meisten Felder da auch gleich heißen. Die Materialart heißt auch hier MT-Art.
Und wähle das jetzt ein aus, wähle das jetzt aus als Input-Spalte. Können jetzt auch mehrere mit reinnehmen, wenn es das auch noch weiter differenzieren will. Und die Ergebnisspalte, die Result Column, die passt schon, nämlich das Batch Management. Und habe dann auch schon diese BAF-Tabelle angepasst, muss jetzt nur noch hier die Felder oder die Einträge hinzufügen. Und mache jetzt hier über eine direkte Eingabe, wo ja auch hier die, ja, dadurch, dass an das Datenmodell gebunden ist, auch alle Wertehilfen hier zur Verfügung habe, ja, um die Werte dann auch einzugeben. Okay. Wichtigste Funktion hier, ja, weil es meistens nicht bei ein, zwei Einträgen bleibt, ist natürlich dann Excel-Export und Import, ja, gerade wenn es auch ein bisschen umfangreicher wird. Ja. Ja, so ist vielleicht so aus dem Projekt raus. Ein Beispiel, haben wir Beispiele, wo dann wirklich ein sehr großer Teil, also deutlich über 100 Felder, dann auch tatsächlich über Regeln gefüllt werden. Überwiegend dann auch in den Plan, Vertriebsdaten und so weiter, also in den lokalen Sichten, wo dann diese Ableitungen greifen, und das ist natürlich dann schon eine enorme Erleichterung, weil dann halt die Bearbeiter wirklich nur noch sehr wenig Felder ausfüllen müssen, gerade in den Werksdaten, und den Rest ja entweder vorgeschlagen bekommen und sie können es dann nochmal abändern oder vielleicht sogar komplett im Hintergrund gefüllt wird, wenn es ja immer, wenn es eine eindeutige Regel ist. Okay, aktiviere das Ganze, und schon haben wir jetzt hier eine weitere Regel dann hinzugefügt, die jetzt hier, wenn ich noch mal einen Antrag starte, auch hoffentlich richtig greift. Nicht das Schnellste heute, aber ja, da ist es schon. Es wird jetzt hier die Basismengeneinheit abgeleitet und auch das Batch-Management-Kennzeichen wird jetzt hier auf der Basis gesetzt. Nehme es nochmal raus und gebe mal eine andere Materialart ein, Dienstleistung. Dann, okay, dann ist es hier komplett deaktiviert, er macht hier keinen Sinn. Ist Customizing schon aktiviert, aber mal die Hover. Da wird es dann eben entsprechend nicht gesetzt, sondern eben aufgrund dieser Ableitung über die Materialart. Ja, und so lässt sich das, wie gesagt, sehr differenziert aufsteuern, je weiter man dann eben in die lokalen Daten kommt. Ja, also bei den Grunddaten ist noch einigermaßen übersichtlich, was man dann an Regeln dann auch hinterlegen kann. Das sind dann eher die Input-Werte, aber dann, sobald man dann in die Werksvertriebsdaten, Lagerdaten und so weiter kommt, da lässt sich dann wirklich oftmals ein Großteil ableiten und so einen Haufen Arbeit sparen. Und das Schöne dabei ist, durch dieses Regelframework muss man dann natürlich auch nicht alles von Beginn an wissen, ja, sondern man kann mal mit einem gewissen Regelsatz starten als Vorbelegung, und wenn man dann merkt, oder so mal, und den dann auch entsprechend ausbauen, beziehungsweise dem Fachbereich geben, dass er das dann auch eigenständig ausbaut, dort dann zusätzliche Regeln hinzufügt, um da das
eben auch aus der Erfahrung heraus, das immer weiter auszubauen. Okay, ja, soweit als Eindruck zu den Ableitungen. Hatte erwähnt vorhin, dass es ja auch noch weitere Regelwerke gibt, die möchte ich, weil die dadurch sehr eng zusammenhängen, auch noch kurz anführen. Es sind jetzt in diesem Fall keine generierten Regelsätze oder keine generierten Regelkataloge, sondern eigendefinierte, was man jetzt natürlich auch im eigenen Namensraum auch tun kann. Eins hatte ich schon relativ ausführlich gezeigt, zumindest auf dem Screenshot. Hier ist die Tabelle dazu oder die BAF-Tabelle dazu am System, wo eben die Regeln gepflegt werden, welcher Workflow-Schritt relevant ist oder welcher Workflow-Schritt wann relevant ist, ja, wenn sich das irgendwann mal öffnet. Ja. Entschuldigung, war natürlich der falsche. Workflow-Schritt ist natürlich der hier. Zu dem anderen kommen wir gleich. Also für Fertigprodukte ist der Schritt A1, in diesem Fall MRP, ist auf Englisch nicht gepflegt, relevant und dann eben auch die entsprechende Benutzerrolle hinterlegt. Das ist das, was ich vorhin gezeigt habe. Die Feldeigenschaften sind noch recht spannend, gerade im Kontext mit den abgeleiteten Regeln. Ja, wenn ich jetzt, deswegen das ist vorhin so explizit auch erwähnt, das Feld Industry Sector automatisiert ableite und dort immer M drin steht und oder immer M ausgewählt werden muss, dann hinterlege ich das dann natürlich auch hier entsprechend, dass ich ja, für dieses Feld, in diesem Fall für alle Change-Request-Typen, alle Schritte, alle Materialarten, alle Werke, also immer, und dann für dieses Feld das auf Read-Only setze. Was wir ja vorhin auch gesehen haben, sichtbar ist es auch, ist es trotzdem gewesen. Ja, hier könnte ich dann auch darüber steuern, sollte es dann überhaupt gar nicht mehr angezeigt werden. Ja, wenn ich das aktiviere, würde dann auch dieses Feld aus der Anzeige mit rausgenommen werden, wenn ich den Workflow hier nochmal frisch starte, greift eben diese geänderte Regel und das Feld ist natürlich im Hintergrund noch da, aber wird in der Benutzeroberfläche ja, dann unterdrückt, weil das ja eigentlich auch ja, nur unnötig Platz wegnimmt, ja, da kann man viel und viel sinnvoller dann die ja, sinnvollere Felder gibt, um sie damit mit reinzunehmen. Okay. Ja, und last not least auch noch eine Ergänzung für die Ableitungsregeln, die wir gesehen haben. Gibt es eben auch noch eine Orchestrierung, nenne ich es jetzt mal, welche Regel soll in welchem Schritt dann letztendlich greifen, ab oder auch abhängig von der Materialart. Ja, und auch in welcher Reihenfolge sollen dann diese ja, Regelwerke dann auch mit eingefügt werden. So. Ja, soweit zum Überblick über die diversen Regeln in dem MDG-Projekt.
Prozessen mit Fokus eben gerade auf den Ableitungsregeln. Ist natürlich jetzt dann ja, in der Kürze Zeit ein kleiner Ausschnitt an der Stelle. Sie können sich vorstellen, wenn man da mal in Materialstamm fachlich reingeht und die Regeln aufnimmt, dann kommt man doch durchaus auf größere Regeltabellen, die da auch greifen. Das heißt, im Projekt letztendlich passt man das dann auch entsprechend an. Es sind auch manchmal nicht nur Materialart, sind vielleicht nicht nur Materialart und Werk für die Steuerung, sondern vielleicht auch andere Felder. Das ist dann letztendlich Projektarbeit. Schön ist aber, wie gesagt, zum einen hat man ein sehr gutes Framework, um eine sehr gute Dynamik auch reinzukriegen, da auch Felder leicht reinnehmen zu können. Und man kann es auch dem Fachbereich geben, dass hier auch eine Evolution stattfindet, dass er die Regeln dann auch fortlaufend ergänzt, größtenteils dann eben ohne Zutun der IT. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen dann damit einen entsprechenden Überblick geben und ja, wir haben jetzt auch noch ein paar Minuten, falls Sie da noch Fragen haben, dürfen Sie gerne den über den Chat stellen. In der Ansicht, die Sie rechts haben, ist eben auch ein kleines Chatfenster und dann dürfe ich dann beantworte ich Ihnen die auch gerne noch natürlich. Bisher keine Fragen. Vielleicht tippt noch jemand. Dann würde ich so lange auch schon mal auf den Test hinweisen, der, wenn gewünscht, wenn man das möchte, jeder Teilnehmer auch ausfüllen kann. Da bekommen Sie in den voraussichtlich spätestens morgen, wenn es wird das Webinar oder der Mitschnitt von dem Webinar wird dann auch auf unserer Academy-Seite abgelegt sein. Und dort finden Sie dann auch den Link zu dem Test. Es sind dann 10 Multiple-Choice-Fragen, von denen Sie dann 8 richtig beantworten müssen. Und dann bekommen Sie ein persönliches Zertifikat dann auch zugeschickt für die erfolgreiche Teilnahme. Ja, wie gesagt, der Link geht spätestens morgen dann an alle Teilnehmer raus. Gut, und ja, bisher dann auch weiter keine Fragen. Dann bleibt mir, dass ich mich jetzt an der Stelle bedanke für die Teilnahme. Ihnen dann hoffe, dass ich Ihnen dann in der Kürze der Zeit dann einen Überblick über das ganze Thema Regelframeworks in MDG auch geben konnte. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen und vor allem sonnigen Nachmittag.